sie soll herkommen, das Lager wieder umsortieren. Sie hat alles umgeräumt und jetzt finde ich gar nichts mehr. Nur noch ihre alten Pizzakartons. Jo, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed an Bauen. Wir müssen 31.000 verdienen, um mir das Auto aufzubauen. Soll ich den verkaufen? Ich verkaufe den nicht. Ich verkaufe mein eigenes Auto. So, damit haben wir das Geld für die Qualifikation zusammen und werden sie heute fahren. Was kosten eigentlich die Corvette? Die will ich ja gerne als S-Fahrzeug nehmen. Als S-Fahrzeug. Der Mustang kostet 91.000. So, gucken wir mal gerade, was wir. Das ist ein A-Plus-Fahrzeug. Lotus Emira, okay. Aber was kostet die scheiß Corvette? Jesu, das ist wahrscheinlich das Auto, was die hat. Grand Sport. Oder ist das das Auto, was die hat? Das könnte auch das hier sein, die Stingray. A-Plus. Kostet 136. Ja, mal gucken, was wir für die Quali kriegen. Naja, wir werden sie heute fahren auf jeden Fall. Spielen. Und heute fahren wir die Quali. Die kostet uns, bringt uns 100.000 und Ford Crown Victoria. Okay. Gehen wir rein. Hey, ich wollte nur sagen, auch wenn es sich anfühlt, als wärst du allein hinterm Steuer, ich stehe hinter dir. Zeigen wir dem Blake, dass diese Crew keinem Kampf ausweicht. Danke, Ryder. Und selbst wenn wir verlieren, wir haben immer noch uns. Die Werkstatt ist dein Zuhause. Ich weiß. Und das des Opossums. Denk an das Opossum. Jo, wir haben ein A-Auto, das ist der Eagles, wir haben ein A-Plus-Auto und wir müssen mal gucken, was wir danach kriegen. Ich vermute, dass wir haben ja da 6.000 noch, weißt du? 100.000 kriegen wir ja für das Ding plus ein Auto. Ja, eventuell können wir danach wahrscheinlich uns ein neues Auto kaufen. Ich will die gerne eigentlich die Corvette Stingray haben. Als nagelneues Auto. Das wird dann mein neues S-Sportauto, also S-Auto. So, was haben wir denn als Rivale? Wir haben Yuma, Yumna, Obi, Maya, Russ, Hallo, Cha-Cha, Justicia. Aber ich glaube nicht, dass alle mitfahren. Oder fetch das mit? Ich weiß gar nicht. So, kostet 50.000. Einmal Schienenverkehr, einmal schöne Aussicht und einmal der Sturmkanal. So drei Straßenrennen. Naja, immerhin. Wir nehmen den Acura, natürlich. Platz 1 für dieses Auto hier. Das ist nämlich der Ford Crown Victoria. Die zweite Qualifikation, die heute uns ansteht. Wir sollen Erster werden sogar. Testarossa Coupé. Das ist tatsächlich die Corvette Stingray, die die fährt. Und Cha-Cha fährt ein Lamborghini Urus, alles klar. So, hier sollen wir die ersten 6 kommen. Dritter war Platz bei der schönen Aussicht und wir sollen A-Plus fahren? Okay. Naja, passt schon. Also, zwei Autos sind ja eh schon fertig. Also.
Ja, hier ja, aber... Also Jess fährt nicht mit. Fuhr nur bei der ersten Qualifikation mit, also... So, wir sollen unter die ersten 6 kommen, das ist unser großes Ziel. Wäre geil, wenn natürlich Chacha und Justicia die beiden raus sind. Danke, du Drecksack! So, ich glaube, ich habe es tatsächlich immer noch. Ich bin es auf der 2 geschafft, aber ich wollte die eigentlich jetzt wegballern noch schnell. Da wäre sie nämlich futsch gewesen, schon die gute Halo. Aber sie wird. Ich glaube nicht, dass es geschafft, dass das weitergeht. Ne, Yuma und Ross haben sich verabschiedet. Halo hat mich sogar noch überholt. Halo ist immer noch vor mir gewertet worden. Eigentlich wollte ich es raushauen. Jetzt aber die ersten 3 kommen. Da gucken wir ihn mal jetzt bald ballern. So, wenn wir weiterkommen, muss Minimum ein großer raus. Und das ist eine von den 3 Spezies hier. Dieses Rennen ist eine Kurvenlegende, heißt dieses. Um weiterzukommen müssen wir. Die will ich gar nicht sehen. Könnt ihr wiederum Gespiele bitte mal aufhören, bis wir dann irgendwann mal durch sind? Merci beaucoup. Momentan wäre es Justicia. Mein Geld gehört mir. Ah, oh Mann, geh mir den auf den Senkel. Spielt mal mit den NPCs bitte. So, ich glaube, weil der jetzt gerade... So, irgendwie hat sich einer von den Großen auf jeden Fall erwischt. Ich glaube, das ist Dings gewesen. Ist es tatsächlich Chacha, müsste es gewesen sein, wenn ich richtig erwischt habe. Oder? Jo, war ja
Chacha hat es erwischt tatsächlich. Maya und Obi sind nämlich ebenfalls mit raus. Mit dem Muster, mit dem Barracuda und der Urus ist weg. Das heißt Justicia oder Harlow. Muss ich jetzt schlagen. Retirei. So, jetzt kommt mein Lieblingsrennen, der Sturmkanal. Den haben wir mal schon gefahren, die Strecke. Oh Mann, muss die eigentlich immer mir auf den Senkel gehen. Da sind zwei andere ruhig vorbei, die in der Kugel, den müssen wir schlagen. Du bist einfach da. Mann! Warum eigentlich immer ich? Ey, die lässt ja Winky. Warte mal, Winky, Winke. Ja, nerv mich mal nicht. Der muss nicht im Weg landen. Ja, weil er die Kopf mir. Wir sind jetzt dabei, Team. Was, ich bin angepisst. Wir sind raus. Ihr habt mir, gib, das ist mir klar, ey, weil die Cops mir aber mir nur auf den Sack gehen. Ich muss dich wegschießen, die ganze Zeit. Ich muss dich wegschießen. Den Akura muss man nur, den Akura müssen wir unbedingt wegschießen. Das geht nicht. Alle anderen können wir ruhig Winke, Winke sagen, aber den Akura nicht mehr. Der muss dringend weg. Hm, wenn du die Cops bezahlst, ist es klar. Radwagen hier, der Kura schießt mal weg. Niemand überholt mich. Ja, die Zielperson bin ich, nur ich. Da sind noch zwei Minimum zwei an. Zentrale, Sonderbank ist zur Stelle. Damit kommst du mir nicht so leicht davon. Nee, ich werde dich nicht gewinnen lassen. Verpiss dich jetzt in den Korb! Alle Einheiten, wir sind raus aus dem Spiel. Mein Geld wirst du dir nicht krallen. Ja, ich hab's geschafft, Junge. Ich hab doch gesagt, ihr gebt mir nicht auf den Sack. Wenn mir die scheiß Kopf sicher, die kann doch gegangen werden, hätte ich gar keine Chance gehabt. Der hätte am ersten Rennen auch schon nichts mehr geschafft. Ich war ja nur dran, ich bin noch nicht vorbeigekommen in der Röhre. Wir haben die zweite Qualifikation.
bekommen und den Wagen gewonnen und die 100.000 haben wir gewonnen. Hey, hey, macht euch keine Sorgen. Euer Bargeld hat es gut bei mir. Mama braucht neue Schuhe. Ja, Tess, was ist los? Du fragst, was los ist? Die Leute stehen einfach voll auf Drama, das ist los. Ha. Mein Post über dich und Jess geht sowas von ab. Ich schwimme in Likes, ich schwimme in Abos, ich versinke in richtig viel Kohle. Wettest du auf mich? Nicht nur auf dich. Man setzt nie nur auf ein Pferd. Warte, du wettest gegen mich? Jetzt sei nicht so sensibel, Speedy. Ich weiß, dass du aus der Sache als Champ rausgehst. Aber es schadet sicher nicht, auch auf andere Fahrer zu wetten. Wenn du gewinnst, gibt es Cash. Wenn du verlierst, dann machen wir trotzdem Cash, ja? Kapisch? Ja, verstehe ich. Aber wer macht eigentlich die Wetten? Ah, mir gefällt, wie du denkst, Speedy. Alec, der das Rennen organisiert hat, der kümmert sich auch um die Wetten. Was bedeutet, er würde alles tun, um damit reich zu werden. Was wollen wir dagegen unternehmen? Wie ich Rydell schon gesagt habe, ich bin hier, um zu gewinnen. Puh, wie bewegend. Gott sei Dank, das ist ja, sehr gut. Ich habe ein paar Ideen, wie wir an noch mehr kommen. Also schlage ich vor, du holst dir was zu essen und konzentrierst dich schon mal. Du hörst von mir. Das mit dem Essen ist gar keine so schlechte Idee. Wir haben den Crown Victoria gewonnen. Gewonnen! Absolut ungefährdet. Wie gesagt. So macht man das. Es geht doch nichts über den ersten Platz. Naja, die Kohle danach ist auch nicht verkehrt. Hast recht. Bin froh, dass sich Jess hier zurückgezogen hat. Dieses ganze Rache-Ding. Ich weiß nicht, darum geht's doch beim Rennen gar nicht. Eigentlich. Ich verstehe. Also, ich bin anderer Meinung, aber ich verstehe dich. Ich vertick den Victoria wieder, den Crown Victoria. Ich will nämlich weiter das Auto kaufen. Und zwar möchte ich mir gerne einen, habe ich ja schon gesagt, die Corvette Stingray kaufen als S-Fahrzeug. Und zwar, das wäre das Auto, was die gute hat. Gibt es noch eine etwas andere Version davon? Nee, ne? Ja, 272 als S. Ist gerade so. Der 282 ist aber jetzt nicht unbedingt das Dodge SRT Hellcat 261 A+. Hier wäre schon mal wieder ein S BMW. Der wäre sogar stärker als unser Auto. Ich will eigentlich gerne die Corvette haben. Allrad wäre der hier. Was hat mein Auto? Was hat mein Auto gerade? Als ABD, das ist der Eclipse. Puh, ich überlege. Ich habe jetzt 151.000. Damit könnte ich ein bisschen Geld machen und die Karre aufbauen. Oh, den werde ich definitiv nicht kaufen. Spider. Einfach um hier Julia 9000. Grip. 40% Grip. 315 fährt er.
20, der Dodge Hellcat. Wäre aber mehr auf TÜV, der ist wahrscheinlich Heckantriebe. Ich überlege, ob ich die Dings nehme. Ob ich dieses Ding wegnehme. Wie habe ich Bock auf die Karre, ne? Als Typ. Die kostet 2000 weniger als der BMW. Der BMW hat aber 270. Ist schon das S, genau wie Hellcat. Oder der Dings, der 272, genauso wie der Dings. 315. Ne, wisst ihr was? Wir nehmen den Dings, Nissan GTR. Neuen Wagen verwendet. Den nehmen wir als... Dein Auto muss mithalten können, sonst humpelst du durch die Quali. Und das geht so kurz vor der Ziellinie mal gar nicht. So, Style, Karosserie, Bodykits. Wir haben leider momentan kein Geld. Ich gucke, was mal gerade... Lackierung und Folie, Community. Gucken wir mal, was wir so von Komitee haben. Das könnte Ellys Lackierung hier. Oder fast, na, nicht so ganz. Ich guck mal gerade so ein bisschen durch, was wir noch so haben. Die sehen schon geil aus, manche Lackierungen, muss ich zugeben. Nice one. Ja, ich muss gerade gucken, was wir nehmen. Es sind schon ein paar Sachen dabei, die mir so ein bisschen gefallen würden. Eine Joker-Lackierung. Ich finde die irgendwie geil. Die hat was. Rick and Morty. Nie geguckt. Also nicht wirklich zumindest. Oh, eine Simpsons-Lackierung. Die gefällt mir sehr. Ist von den Franzosen, scheinbar. Mr. MDR. Aber die gefällt mir sehr. Und ich mag die Simpsons sehr, sehr gerne. Deswegen nehmen wir die. Wollt ihr mal die? Warte mal. Ja, ich bin am Überlegen. Boah, da sind so gute Lackierungen dabei teilweise. Na, Batman jetzt nicht so. Viele Anime-Fans wahrscheinlich. Ich ja nicht so, also klar, Pokémon, natürlich. Aber sonst eigentlich nicht. Ich nehme die hier.
So, gucken wir mal. Bodycats haben wir ja nicht. So, jetzt gucken wir mal gerade wegen dem Heck-Spoiler nochmal. Na, dauert einen kleinen Moment. Nee, das ist dasselbe in Grün, oder? Ja, deswegen eher nicht. Brauche ich nicht. Ja, ich glaube, ich nehme die hier. So. Hupenmaulkäfer haben wir nicht so. Gut, egal, wie immer sei. Ich bin mal raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Need for Speed Unbound. Und dann gucken wir mal, was wir so haben. Also wir haben unser erstes Selbstauto, was wir natürlich jetzt aufbauen werden. Und dann haben wir für uns noch ein S-Plus-Auto, ne? Ich habe mich jetzt ein bisschen umentschieden. Ich habe jetzt eigentlich erst gedacht, ich mache die Stingray. Aber nein, ich habe mich für den Nissan GT-R entschieden, den neuen. Gerade freigeschaltet, deswegen habe ich gesagt, ich kaufe ihn. Und dann gucken wir mal, was als nächstes so ansteht, ne? Bis dahin. Die nächste Qualifikation ist am Ende der Woche. Da kostet 100.000 das Startgeld. Die müssen wir zusammenstellen, plus das Auto aufbauen. Also das wird dann wieder eine Weile dauern. Ja, und da freue ich mich, wenn ihr einschalten würdet hier bei Let's Play. Da kriegen wir ein GTA. Das kriegen wir das gleiche Auto, was ich jetzt gerade schon aufbaue. Naja, wenn wir verkaufen, dann werden wir wieder ein S-Auto bauen. S Plus brauchen wir nämlich auf dem letzten Dings. Also A haben wir, A Plus haben wir fertig und S brauchen wir jetzt als nächstes noch. Gut, ich bin mal raus für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.